Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Top 10 Skin Video. Heute, was habe ich denn, die 5-7 Pistölchen. Unser Partner bei der ganzen Sache ist natürlich wie immer Schaut bei dem Barönchen vorbei, Skins für echt Geld verkaufen und kaufen. Boom. Deutlich günstiger als auf Steam. Beginnen wir direkt mit dem 10. Platz, da ist bei mir die 5-7 Coolant. Schon mal direkt auf dem 10. Platz ein Skin, der doch sehr viel Detail hat. Ja, ich weiß. Die kühlt in der Hand. Vorsicht, ist kalt. Preismäßig sagt Skinbaron Folgendes dazu. 2 Cent. Gibt's ja noch ein bisschen. Ach, guck mal. 25 Cent, Fabrik neu. Da guckt mal einer. Schau. Ja, doch, doch. Ein Souvenir. Oh. Auf meinem 9. Platz kommt die Urban Hazard. Camo-Griff, praktisch nicht zu sehen im Dunkeln. Und dann auch noch die rote Geschichte hier oben. Ja, rot ist nicht so meins, aber in dieser Kombination. Chapeau. Was haben wir denn da von den Kosten her? Aha, aha. Guck mal, eine mit Steady, 81 Cent. Oh, 38 Cent FN. Auf dem 8. Platz liegt die Case Hardened hier mit Stat-Track. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die jetzt in FN besser ist oder in Battlescared. Wir gucken direkt mal rein. Das ist jetzt gerade FN. Und jetzt können wir uns einfach noch die hier mal so zum Reinen anschauen. Also vom Preis her wirkt es zumindest so, als sei das hier die nicht so hübschere. Die hier wiederum wirkt wie so ein extravaganter Skin. Sowas, worauf alle schwitzen, auf so ein Only Gold Farbending. Ich denke, da muss man einfach schauen, was einem gefällt vom Pattern her. Das wird wahrscheinlich ein ultra krasses Pattern haben, das Ding. Für 90 Euro, hallo? Ich würde direkt 90 Euro bezahlen. Nicht. Die hat halt viel Blau. Wahrscheinlich ist Blau irgendwie was, worauf dann alle abfahren. Auf meinem 7. Platz. 5-7 Foulplay. Hier mit den Hühnerfedern. Ne? Warte mal, down kommen von Gänsen? Ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt im Tierreich nicht so gut aus, aber ich weiß eins, man schießt nicht auf die Hühner in Counter-Strike. Das weiß jeder. Komm schon. Schade, dass die Farbe nicht über den Griff geht, aber man kann scheinbar nicht alles erwarten. Gell, Kätzchen, wo wir es gerade von Tieren haben? Katzenkötel? Was guckst du mich an? Irgendwie sie guckt, ich habe gerade geschlafen. Bleibst du da sitzen? Da komme ich aber nicht richtig an die Maus. Guck mal, da muss ich die darüber machen, okay? Also Leute, gibt jetzt nicht allzu viele Angebote. Wir gucken nochmal hier in Battle, beziehungsweise abgenutzt rein. Oh. Auf dem 6. Platz liegt die Retribution. Die schießt nach hinten, aber auch nach vorne. Beidseitig. Ab und an auch nach oben. Guck mal, die kommen sogar um die Ecke geflogen. Muss echt aufpassen. Ich finde es sehr geil, wie das nach unten hin verläuft. Das ist so ein Skill, wo man erstmal kurz drauf schauen muss, damit man gewisse Dinge erkennt. Guck mal, zum Beispiel dieser Pfeil hier, der geht hier rum komplett und dann hier runter und verläuft, weil man so schnell rennt. Kätzchen, was sagst du dazu? Ja gut, was man da finanziell so hinblechen kann, schaut mal hier. Ich nehme an, dass der in Buxtehude Kacke aussieht. Die Annahme ist gar nicht mal so falsch. Auf dem Platz Nummer 5 liegt die 5-7 Triumvirat. Das ist ein Teil für die richtigen Gönner. Guck mal hier oben. Mit so reichen Tapete. Solche Tapeten findet man ausschließlich in Häusern reicher Leute oder eben bei Leuten, die ja im Wohnzimmer so einen Kacheltisch stehen haben. Es ist so ein Mix aus allem Möglichen, ne? So ein bisschen gelb, blau, beige. Bei mir ist irgendwie noch grün mit dabei auf meinem Bildschirm. Keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Ich glaube, das ist Ocker. Ocker oder beige. Ach, die Frauen kennen sich da etwas besser aus. Ich kann dir genau sagen, was es ist. Das ist Aquamarine, Rosé, Quarz. Frauen haben einfach ein Auge für sowas. Also preismäßig, da kann man sich doch schon mal, guck mal da, oder? Kann man sich schon mal gönnen. Minimalware, 49 Cent. Stat-Track Einsatzerprobe, 9,10 Euro. Auf dem 4. Platz liegt die Capillary. Als die damals kam, war ich sehr baff. Mit diesen Pastellfarben, Adern, Kapillare, Kapillargefäße, Kapillarkraft, Bäume, Wasser und so weiter und so fort. Guck mal, da ist sogar so ein Penüpel. Ist das der Mond? Ich glaube schon. Ja, guck mal, einer schau. Fabrik neu, 14 Cent hier in Minimalware. Das ist übrigens nicht die erste Seite gewesen. 5 Cent, Buddelschert. Jetzt kommen dann wieder meine Top 3. Ihr könnt also raten, was ich da wohl stehen habe. Ihr könnt ja einfach mal kurz innehalten, hier oben reingucken. Es geht hier noch weiter auf die hier noch. Ja, was ist da wohl drin in meinen Top 3? Weiß ich auch nicht. Müsst ihr gucken. Und eure eigenen Top-Listen könnt ihr natürlich auch gerne jetzt in die Kommentare schreiben. Kätzchen, Trommelwirbel. Da steht auf meinem 3. Platz der violente Damian. Violent Damio, geiles Teil, schon x-fach rausgehauen. Ich hatte davon irgendwie mal 10 oder 20 Stück. So viele Details, so grelle Farben. Bei den letzten paar Top-Videos waren ja die Waffen mit hohem Detailgrad die eher so ein bisschen schlicht von weiter weg aussahen. Aber die hier ist auch schon von weiter weg echt ein Knaller. Ja. Und für diesen Preis, 9 Cent Einsatz erprobt, kann ich zuschlagen ohne Bedenke. Guter Stat-Track, 1,03 €. Auf dem 2. Platz liegt die 5-7 Monkey Business. Dieser Sticker gehört nicht dazu. Ich weiß noch, auf die habe ich früher extrem hart geschwitzt. Also die wollte ich unbedingt haben und ich habe sie irgendwann einfach geschenkt bekommen, so komplett unerwartet in einem Livestream und bin bald ausgerastet. Das ist ein geiles Teil. Vor allem, wenn ihr die nachladet und das Magazin rausschmeißt, ist das Magazin auch nochmal eine kleine Banane. Also so ein kleines gelbes Teilchen halt. Es scheint so, als wenn man eine Banane ausladen würde. Sehr Sickerino Bambino. Vom Preis ja auch recht happig, aber das ist halt auch echt ein geiler Skin, der komplett über den gesamten Mantel der Waffe geht. Oder Körper.
Und solche Skins sind halt auch einfach beliebt, ne? Da machst du nichts. Also da könnte man sogar als kompletter Fan mal 3 Euro hinlegen für so ein einsatzerprobtes Steady-Track-Teil. Warte mal. Lass doch gerade mal reingucken. Ah ja, guck mal da. Jetzt kommt es, wie es kommen musste. Platz Nummer 1. Ich denke, es war uns allen klar, dass es die 5-7 Hyper Beast ist, die auf dem Platz Nummer 1 liegt. Die Details sind abnormal krass. Ihr wisst ja, dass ich die Hyper Beast Skins extrem feiere. Und gerade der hier auf der 5-7 ist so gut gelungen mit dem offenen Maul. Hier diese Zunge, die in den Trigger reingeht. Vorne so ein bisschen Kotze. Super Teil. Wirklich ein super Gerät. Guck mal da hinten. Und bevor jetzt wieder einige fragen, warum eigentlich nicht die und die und die? Also, die Waffen, die in den Top 10 Listen drin sind, gefallen mir logischerweise am besten. Aber oft ist es so, dass die hinteren Top 5 mit allen, die ich noch zur Auswahl stehend habe, von allen Skins, die es halt für diese Waffe dann gibt, dass mir da mehr oder weniger alle gefallen würden auf den letzten 5 oder letzten 3 Plätzen, also nach hinten hin, ne? 10, 9 und 8. Aber ich muss halt dann irgendwelche auswählen, weil es ein Top 10 und kein Top 15 oder Top 13 ist. Die anderen Skins können mir mitunter also auch sehr gut gefallen. So gut, dass sie auch hätten reingenommen werden können, aber ich habe mich halt dann doch für andere entschieden. Soweit, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Morgen ist Livestream, um 18 Uhr geht's wieder los. Counter-Strike, TTT, Apex. Ach. Vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns, wir hören uns. Ja, ciao, ciao.